Was machst du da? Was soll das denn hier? Junge, wo bleibst du, Digga? Wir drehen Erkenne den Millionär. Was drehen wir? Erkenne den Millionär, Bruder. Schon wieder? Ja. Schon wieder ein Video? Schon wieder ein Video. Ist das gerade so, dass wir wöchentlich Videos raushauen, oder was? Ist das krank? Bruder, du bist geisteskrank. Junge, wir warten auf dich, Digga. Komm jetzt. Was soll ich jetzt machen? Das Intro natürlich. Sind alle schon da? Alle schon ready? Was denn da? Was? Ey, wie krass seid ihr? Okay, dann lass Intro machen. Let's go. 3, 2, 1. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Live Sissy. Sky ist wieder auf Start, meine Freunde. Mit einem neuen, ganz entspannten, sexy Video. Und Bruder, wir sind aktiv. Wir sind aktiv. Mach mal einmal die Tür zu. Bruder, diese Tür geht irgendwann wirklich, guck mal, die geht nicht mehr zu. So Schrott haben wir die schon gemacht. Ey, ist sie wirklich Schrott? Oder gerade hier neu hergezogen, direkt die Tür erstmal Schrott. Nein, Freunde, heute haben wir etwas sehr, sehr Besonderes am Start. Und zwar erkenne den Millionär. Wir hatten ja schon mal einen Millionär. Ist kein Multimillionär? Normaler Millionär? Yeah. Grinch, keine 8 Figures. Auf jeden Fall, Freunde, haben wir heute wieder einen Millionär am Start. Ganz interessante Story habe ich von den Jungs gehört. Also es soll sehr, sehr spannend werden. Freunde, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht groß rum. Denkt dran, bald kommt die krasseste Kollektion von Sidejeans. Würdet ihr mir auf Instagram folgen, wüsstet ihr natürlich, dass ich in Istanbul am Start war und die neue Kollektion von Sidejeans abgecheckt habe. Die sind da seit knapp 6 Monaten dran. Es ist wirklich die krasseste. Ich durfte leider nichts zeigen. Ich durfte es leider nicht. Aber es ist geisteskrank. Also die Qualität ohne... Ich würde am liebsten so viel verraten, aber ich darf nichts. Deswegen, denkt dran, folgt mir auf Instagram und folgt Sidejeans auf Instagram. Bald kommt die krasse Kollektion überhaupt. Freunde, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht was rum. Und das Video mache ich natürlich nicht wieder alleine, sondern ich habe mir heute Special Guest extra mit dran geholt. Und ich würde sagen, wir bitten die Special Guest einmal rein, oder? Einmal bitte, bitte einmal rein! Rein, bitte rein! Aleikum Salam, Bruder, was geht? Servus, alles gut, Bruder? Servus, alles gut? Kameras, Licht, alles am Start. Seid ihr ready? Ich bin ready. Alright, dann setzt euch einmal. Ey, ich freue mich, dass ihr hier seid. Was geht, alles gut? Wallah, gut bei dir? Muss, Bruder. G-Head, Junge, du hast uns gefickt heute. Wann wollten wir anfangen heute? Vor 5 Minuten. Ich kam 5 Minuten zu spät. 15 Uhr wollten wir anfangen. Aber geil, neue Gesichter hier zu haben, ne? Ja, Mann. Denkt an, Freunde, bevor das Video losgeht, checkt die alle ab. Alles von denen in der Beschreibung drin. Hier Twitch-Streaming-Stars, YouTube-Stars und TikTok. Du bist nur auf TikTok eigentlich, nein, ne? Nein. Sag einfach Entertainer. Entertainer, okay. Salamoin. Besser. Das hört sich professioneller an. Entertainer. Ey, Bruder, lost. Oh mein Gott, Lord, ich hab kein Geld abgehoben. Ich hab nur türkische Lira dabei. Heute machen wir Lira, aber es ist nicht so viel wert. 100, 200, 300. 400, 500 Lira. Das sind 50 Euro. Es geht wieder um 500 Euro. Wenn wir richtig liegen, der Richtige kriegt dann 100 Euro, also der Millionär. Und wir? Was? Was kriegen wir? Ich krieg gar nichts. Lass die Kandidaten mal reinkommen jetzt. Bin gespannt. Einmal bitte rein. Yalla! Heftig. Richtig krasse Motherfucker dabei auf jeden Fall. Schwierig. Also der erste Eindruck, schwierig. So mit Sakko und so, Bruder. Aber ich rieche trotzdem Geld. Ich rieche Geld. Auf jeden. Was ist denn so euer erster Eindruck, wenn ihr jetzt sagen müsstet, okay, weil einer von denen ist es ja safe. Bro, ich sag dir ehrlich, so der hinten mit dieser Palm Angels T-Shirt, der sieht schon ein bisschen so aus, die Uhr so, die macht schon ein bisschen so einen Eindruck, so die Kette. Aber so sieht auch jeder zweite in der Shisha aus, muss man auch offen und ehrlich sagen. Ja, dieses Palm Angels T-Shirt kriegst du auch mittlerweile in Istanbul für 20 Euro, hast auch recht. Ist auch nichts mehr Besonderes wie früher. Ich finde den vorne rechts sehr spannend, der sieht aus wie ein richtig krasser Motherfucker. Finden die alle spannend, ich schwöre. Nicht viel schnacken, soll der erste vorne rechts nochmal bitte anfangen. Und bin in der Finanzdienstleistung tätig und ich will euch heute ein bisschen erzählen, wie ich mit Diamanten aus meinem Ursprungsland Sierra Leone meine Million gemacht habe. Spannend, Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das Ding ist, der sagt, rein Diamanten, Bro, der hat ja nichts mit Diamanten, so irgendwas. Ja, stimmt, da ist keine Kette oder so. Aber er ist ein Händler, so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Dame. Ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und meine Familie führt ein erfolgreiches Dienstleistungshandelsunternehmen. Was genau? Regalbau, einen großen Baumarkt. Es war damals eine Marktnische und mein Papa hat die entdeckt. Ein Regal kostet 2 Euro. Du weißt doch, wie groß ein Obi ist, was da alles drinsteht.
Also das heißt so, die Hälfte von Obi gehört deinem Vater so? Genau, und wir haben halt in ganz Deutschland und drumherum eigentlich alle Baumärkte unter Vertrag. Und warum hast du die Million? Also weil ich zu 25% an der Firma beteiligt wurde, als ich 21 geworden bin. Heftig, wie alt bist du jetzt? 24. Ja, 25%. Also die ganzen Regale, die da sind, 25% von dem Anteil davon, von den Regalen, die gekauft haben, gehören ihr. Was machst du denn im Büro? Was machst du? Ich führe gerade die Marketingabteilung, weil ich ausgebildete Grafikdesignerin bin. Hast du Instagram? Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Kollegen im Anzug. Ich bin der Miraj, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Duisburg. Ich spiele Fußball. Seit meiner Kindheit spiele ich Fußball, habe auch sehr, sehr hoch gespielt. Doch vor kurzem auch von meinem Profivertrag unterschrieben. Dann müsste man dich erkennen, ne? Wann hast du unterschrieben? Ich habe nicht ganz unterschrieben. Ich werde das noch komplett unterschreiben, weil das in der Türkei ist. Okay. Okay, Bro, ich hab schon was. So, Freunde, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Thema Fußball geredet und ihr alle wisst sicherlich, dass die Bundesliga wieder angefangen hat. Und wenn die Bundesliga angefangen hat, wissen wir alle, und ich denke mal, die meisten von euch werden sowieso schon kennen, brauchen wir One Football. Es ist einfach so. Und ey, ich bin so froh. Die Leute, die seit Anfang an am Start sind, wissen, dass ich damals schon mit One Football zusammengearbeitet habe. Jetzt wieder die Möglichkeit habe, mit One Football zusammenzuarbeiten. Ich benutze One Football schon so krass lange und jeder meiner Freunde, also jeder. Also ich kenne keinen Menschen, der sich für Fußball interessiert und kein One Football hat. Bei One Football habt ihr alle Themen rund um Fußball. Sprich Live-Ticker, Ergebnisse, Statistiken, News, Tore. Und das Ganze ist personalisierbar und kostenlos. Das ist das Geile. Es ist einfach kostenlos. Und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand, was Fußball angeht. Und gerade jetzt, wenn die Bundesliga wieder angefangen hat, braucht man einfach One Football. Wir kennen es alle, man hat kurz keine Zeit, sich ein Spiel anzugucken. Man will trotzdem wissen, okay, wie ist das Ergebnis? Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in der Bahn seid und euch das Spiel gerade nicht angucken könnt, dann könnt ihr wenigstens im Live-Ticker in der App immer schauen, gerade der aktuelle Spielstand. Ich finde es stark, ich bin unnormal froh für die Zusammenarbeit. So One Football kann man einfach nur hinterstehen. Traut mir, checkt unbedingt One Football aus. Erster Link in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Let's go. Alright, dann würde ich sagen, einmal bitte hinten rechts. Gut, also erstmal für die Zuschauer auch, wenn es ein bisschen hängt, das ist nicht euer Fehler, das bin ich. Ich bin Artyom, 30 Jahre. Ich stotter, seit ich halt reden kann und genau deswegen bin ich Rapper und Millionär. Also du rappst und bist dadurch Millionär? Nein, nicht dadurch. Was machst du denn hauptberuflich? Boah, ich mach vieles, aber die Million wurde am Ende geknackt durch Investments, durch Immos. Immobilien. Wohnst du in Deutschland? Ja, ja. Ah, okay. Und beim Rappen ist dann der Sprachfehler, ist der dann weg? Ja, genau. Ich bin quasi der erste Rapper. Daher auch das Tattoo, so ein Mic halt, dass die Ketten durchbricht. Damit habe ich halt angefangen, nach dem Erfolg, um halt anderen Menschen Mut zu machen, dass halt jede Schwäche dich nur zurückhält, wenn du es selbst zulässt. Und jede Schwäche kannst du als größte Stärke nutzen. Und ja. Starke Worte, Digga. Ich habe das aber schon mal mitbekommen, ne? Ich kenne auch noch so einen Rapper, der hat auch gestottert. Und durch Rappen, da musst du da nicht immer so stottern, ne? Das so mit Rappen ist das ganz anders. Und wodurch genau bist du jetzt? Durch Investments hast du gesagt. Aber wie bist du überhaupt daran, also dahin gekommen, dass du investieren konntest? Was hast du davor gemacht? Oder? Bei mir war das so, ich habe die Schule abgebrochen und so, weil alle mir so ein Gefühl vermittelt haben, ich werde es im Leben auf dem normalen Weg eher hart haben. Deswegen habe ich halt gewusst, okay, ich muss einen Weg finden, der nicht normal ist. War mir sicher, die Welt ist viel zu groß, als dass nicht jeder Mensch mit seinen Schwächen, Stärken und allen Eigenschaften einen Weg findet, wo er halt sich irgendwas aufbauen kann. Und dann habe ich mich mit 18 schon angefangen, mit Immobilien zu beschäftigen, weil mit einem Haus muss ich nicht reden. So ein Geld kommt halt. Dann habe ich einen Weg gefunden, also habe dann eine Chance gesehen, anderen russischen Investoren zu helfen, hier zu investieren. Und die Russen mögen halt die EU. Und so habe ich halt mir ein bisschen was zurückgelegt und damit 22 meine erste
Immobilie gekauft. Damit fing alles an. Dann habe ich mit 24 im Vertrieb angefangen, habe mir dort eine Bonität aufgebaut. Dann mit dem Wissen aus dem Immobilienbereich und der Bonität weiter investiert. Dann habe ich 2017 eine gute Summe in Kryptos investiert. Hey, darf ich euch mal was sagen, Digga? Es fällt mir sehr schwer, ihn zu glauben, weil er stottert. Ja, aber das ist ja kein, das ist für mich kein Indiz. Nein, das nicht, aber er stottert und man weiß nicht, so stottert er wegen den Zahlen, weil er gerade darüber nachdenkt? Oder ja, das ist eigentlich voll die gute Strategie, so seine Lehre. Verstehst du? Ja, für mich klingt das eher... 50 oder 35? Der kann noch nachdenken ein bisschen, weißt du? Kann noch nachdenken. Der macht sich, denke ich, voll den Spielraum, so um die Nervosität zu verbergen. Ja, der ist sympathisch. Ich würd sagen, wir machen gleich diese engen Fragen. Ja, Mann, ey, schaut mal euer Leben jetzt ganz kurz. Da kommen noch andere, Alter. Was ist los mit euch? Ich würde sagen, wir machen mit dem hinten machen wir weiter. Also ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt, komme hier aus Hannover. Ich habe nach dem Tod von meinem Onkel ein Mehrfamilienhaus in Köln, Altstadt Nord, geerbt. Zuerst hat es aktuellen Wert von ungefähr 6 Millionen. Ein was für ein Haus hast du gesagt? Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhaus. Kurz und knapp. Und das Haus hast du noch oder hast du es verkauft? Habe ich nicht verkauft. Ich lebe jetzt momentan von den Mieten. Es sind aber nur 5.000 Euro, weil es sind insgesamt 15.000 Euro Miete. Ich muss 5.000 als Finanzamt zahlen und ich habe nochmal 5.000, die ich Kredit zahlen muss, weil ein Drittel muss ich Erbschaftssteuer zahlen. Also das insgesamt kostet es 6 Millionen. 2 Millionen, ein Drittel sind halt Erbschaftssteuer, dann muss ich den Kredit aufnehmen. Und deswegen habe ich auch nur ein Drittel der Einnahmen monatlich für mich selber. Wow, ich habe eine Frage. Wer heißt dein Onkel? Ben. Ben. Wie groß ist denn das Haus? Das ist, also 6 Millionen ist ja schon für ein Mehrfamilienhaus. 1200 Quadratmeter, Altstadt Nord, das ist ungefähr 5 Minuten vom Dom entfernt zu Fuß. Und das sind dann Wohnungen, also die Wohnungen sind zwischen 75 und 85 Quadratmeter groß. 5 Etagen, und dann haben wir noch eine Gastro drin, kleines Restaurant. Was für ein Gastro? Das ist ein Italiener, das heißt Restaurant Sizilien. Okay, hast du Ahnung von so viel von so Finanzen, so Steuermeier? Ich habe halt, mein Vater ist Steuerberater. Ah, okay, deswegen hast du so Ahnung. Und dein Onkel hatte keine Kinder, an die er das vererben kann? Mein Onkel ist halt gestorben, wie gesagt, der hatte einen Herzfehler. Und das war vor 3 Jahren jetzt. Und seine Frau ist halt 10 Jahre vorher an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Und deswegen hat er keine Kinder, ist auch nie über ihren Tod hinweggekommen. Ich glaube, die Geschichte stimmt, aber das Haus ist nicht diese Millionen wert. Vielleicht ist es einfach nur so ein kleines, vererbtes Haus oder sowas. Aber Dings, du bist Millionär, ne? Ja, wenn man es so sieht, mit dem Haus her, ja. Du bist sympathisch, ich schwöre. Okay, ich würde mal gern die Diamanten-Story nochmal hören. Jetzt soll er mal tiefer in die Story reingehen. Erzähl mal ein bisschen von den Diamanten so. Wo werden die gewonnen? Wie kommen die hierher? Was macht ihr mit den Diamanten? Hast du vielleicht einen dabei? Mehr Fragen oder war es das schon? Das war's schon. Hast du Diamanten dabei? Nein, habe ich nicht. Du bist nicht sympathisch. Wann hast du damit angefangen? Fang vielleicht chronologisch von Anfang bis jetzt. Okay, alles gut. Ich war 2016 das erste Mal mit meiner Mutter in Sierra Leone. Vielleicht ist es den einen oder anderen schon mal bekannt geworden. Dort gab es damals Blood Diamonds, beziehungsweise heute immer noch. Und ja, 2016 war ich da, habe meinen Onkel kennengelernt, der das Unternehmen von meinem Opa übernommen hat. Diamantenfelder hat mein Opa besessen. Durch die Korruption in Afrika ist es ein bisschen schwer, sag ich mal, da mit diesen Diamanten aus diesen Ländern wirklich Geld mitzumachen. Und so habe ich mich dann entschlossen, da einzusteigen. Habe mich selbstständig gemacht in der Finanzdienstleistungsbranche, habe mir ein Startkapital aufgebaut und habe dann 2018 das erste Mal, sag ich mal, Geld rübergeschickt, um dann die Diamanten zu gewinnen und auch diesen Transport von Afrika zu dem Ort, wo es dann verkauft wird. Bro, der ist heiß. Weißt du, warum der heiß ist? Der macht keine Fingerbewegung, gar nichts. Der erklärt das gerade so, wie als würde man bei ihm arbeiten wollen. Und wer nimmt die ab von dir? Das sind Händler aus aller Welt. Ich kann dir aber so erklären, es gibt den größten Diamantenmarkt in Belgien, Antwerp. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand da Diamanten gekauft? Genau, und dort gibt es dann die Abnehmer, die es da abkaufen. Und hast du Abnehmer in Deutschland? Nein, alles läuft über Belgien. Alles läuft über Belgien? Mit den Diamanten habe ich hier in Deutschland direkterweise nichts zu tun, beziehungsweise läuft das Diamantenschiff. Okay, was für Steine sind das genau? Das sind ganz normale Diamanten, die aus dem Boden gewonnen werden. Das sind Rohdiamanten, ne? Also das darf man nicht verwechseln. Aber die haben doch bestimmt genauere Namen, oder nicht? Nein, das sind keine Diamanten. Rohdiamanten kommen aus der Erde und sind Rohdiamanten.
Die kriegen erst den Namen nach dem Schliff. Aber es gibt doch gewisse Diamanten mit verschiedenen Reinheitsgraden. Das wird erst kristallisiert nach dem Schliff. Wie heißt der Diamant mit dem höchsten Reinheitsgrad? Das kann ich nicht sagen, weil ich nichts mit diesem... Doch, kannst du sagen. Ja. Woher soll ich das ganz genau wissen? Sowas würde man wissen. Du musst doch die Ware kennen, mit der du handelst. Es gibt VVS und dann gibt es noch was drüber. Ich weiß den Namen gerade selbst nicht. Also ich kenne nicht viel mehr als alle anderen hier im Raum, weil es geht wirklich nur um den reinen Vertrieb sozusagen. Also du musst ja mindestens grob wissen, was in deinem Business so stattfindet. Guck mal, das ist wie, wenn du jetzt einen Modeproduzenten fragst, okay, welche Grammatur hat das T-Shirt? Und er sagt, na, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich glaube, er ist nur der Zwischenmann so. Er kennt den... Aber das weißt du. Man befasst sich mit dem Thema Diamanten. Eigentlich schon, ja. Das ist so, das weiß ich sogar. Okay, warte, du bist quasi nur so ein Diamantenhändler. So. Du handelst mit Diamanten. So. Ich habe die Netzwerke hier nach Europa aufgebaut. Wie gesagt, das Geschäft steht schon längere Zeit. Okay, und dadurch bist du Millionär geworden? Hallo, Vermögensmillionär. Also ich habe mir dadurch ein Kapital aufbauen können und dann schlau investiert. Sein. Okay, und bist du zufrieden so mit dem Geschäft, was du machst? Willst du das noch erweitern? Ich sag mal so, es ist nicht meine Haupteinnahme. Quelle. Es sind ca. 30%, die ich aus dem Geschäft raushole, weil es ist wirklich ein sehr umstrittener Markt. Wo kommen die anderen 70% her? Ja, ganz normal der Standard, die Unternehmensberatung für den privaten Haushalt. Das heißt, ich berate Unternehmen, Privatpersonen in Investment, Immobilien und auch Versicherungen. Und so mache ich sozusagen meine Haupteinnahmequelle. Das heißt nicht mehr lange, dass ich auch ein Einkommen habe. Du verdienst damit mehr als mit den Diamanten? Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? In welchem Business jetzt genau? Finanzdienstleistung. 5 Mitarbeiter, ganz Deutschland. Wie heißen die? Ganz schnell, alle Namen. Okay, sind die Vornamen. Ja, Mohammed, Marius, Leon. Salam alaikum. Zur Seite mit dir. Also man weiß die Namen sofort. Bro, man weiß die Namen sofort. Was sind das für Namen? Mohammed, Leon. Mohammed, das ist eher ein 50-50. Dieser Name sitzt immer. In jeder Firma gibt es einen Mohammed. So. Weißt du, was ich meine? Okay, andere Frage. Wie oft bist du in Belgien? Bin ich regelmäßiger. Auf was kommuniziert ihr? Welche Sprache? Auf Englisch, das ist ein internationaler Markt. How are you, my friend? I'm fine, thanks. You are, what you are doing here, man? Wie bitte? What is your, yes. What do you, wait a minute. Raus! Wallah, ich weiß nicht, sollen wir den jetzt rausschmeißen? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir hören noch die anderen. Also, sag euch ehrlich, ich habe Menschenkenntnisse, der ist es niemals. Der Hauptgrund ist mit diesen. Guck mal, du weißt, Bruder, ich bitte dich, Reinheitsgrad. Ja, normal, ich bin voll auf deiner Seite. Aber du hast 5 Mitarbeiter, du musst nachdenken, letzter Name, wie der heißt. Und dann auf einmal zweimal morgen. Bro, zähl mir mal kurz deine 5 Freunde auf, ganz schnell, klipp und klar, ganz schnell, irgendwelche Namen. 5 Propheten. Bist du Muslim? Wo sollen wir jetzt in diese Ding Politik rein? Aber der ist mir sehr kritisch, ja. Ich habe eine Frage. Bist du Fußballer? Ja. So, in meiner Jugend habe ich bei mir in der Gegend, das heißt Hamburg 07, da habe ich alles angefangen zu spielen. Und danach wurde ich aufmerksam von anderen Mannschaften, MSV Duisburg. Dann habe ich U15 MSV Duisburg gespielt, war Bundesliga U15. Da habe ich ein Spiel gespielt, das hat alles auseinandergenommen. Ich war Spieler des Tages, wir haben gegen Schalke gespielt. Und da war zufälligerweise der Trainer von der türkischen Nationalmannschaft U15. Und habe dann 2 Spiele in Rumänien gemacht. Und danach wurde ich aufmerksam von der deutschen Nationalmannschaft. Bruder, sorry, wenn ich dich unterbreche. Sag mir nur, wodurch bist du Millionär geworden? Ja, aber durch meinen Vertrag. Welchen Vertrag? Du hast gesagt, du hast noch nicht unterschrieben. Bruder, du bist Abwehrspieler, du spielst jetzt in der Landesliga und willst mir sagen, du kommst jetzt in einen Verein, wo du Vorschuss 1 Million kriegst? Sag mir die genaue Summe. 500.000 bekomme ich auf Hand. 1,2 Millionen. Hey Bruder, kennst du das Wort raus? Buchstabier mal. R-A-U-S. Kennst du das? Raus. Natürlich. Salamu alaikum. Ich würde auch sagen, Bruder. Nein. Guck mal, wir machen so, wir wählen noch nicht raus, wir müssen erstmal die anderen noch hören. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit der Dame weiter, mit dem Regalen-Business. Keine Ahnung. Habt ihr Bohrmaschinen? Sorry, Wallah. Wir verkaufen ja nicht die Ware, die in den Warenhäusern verkauft wird. Wir machen lediglich die Inneneinrichtung. Die Inneneinrichtung, oder diese Schränke, wo die Sachen drinstehen. Wie heißt euer Unternehmen? Mai. Und du bist im Bereich Marketing zuständig, ne? Was genau machst du? Was sind deine Aufgaben? Ich bin gerade dabei, das DCI von dem Unternehmen ein bisschen zu verändern. Ich bin ja auch jetzt noch nicht ganz so lange dabei, aber ich habe halt von früh auf meinem Vater eigentlich schon gesagt, dass ich eher in die künstlerische Richtung gehen möchte. Deswegen hat er mir das quasi ermöglicht, aber ich habe auch nicht vor, immer da zu bleiben. Aber du bist zuckersüß, aber ich glaube, du liebst. Wodurch bist du denn jetzt Millionärin? Also dass ich 25% der Firmenanteile besitze und 2 Eigentumswohnungen in Eppendorf. Die sind wie viel wert? Meine, da wo ich wohne, 1,2 Millionen und die andere wohnt eine Freundin von meiner Mama und die ungefähr 1,8. Die hast du gekauft oder haben die deine Eltern gekauft und überschrieben? Der Finanzberater hat mir dazu gebracht. Ach so. Ja.
Die ist voll süß, ja. Wie heißt dein Vater? Von deren Väter, Digga. Ulrich. Ja, ja. Wie viele Dinge? Was für Landsfrau bist du? Wir machen hier Tinder. Habt ihr ein zweites Standbein? Weil ihr seid nur auf eine Branche, was, wenn die Branche mal runtergeht? Ich persönlich habe vor, ich bin gerade dabei, mein eigenes Label zu machen. Habe aber vor, ungefähr in 2 Jahren noch eine Werbeagentur zu gründen. Weil das eigentlich das ist, was ich, wo ich mich eher sehe, als in so einem strukturierten Dienstleistungsunternehmen. Das ist das mein. Und was für ein Label wolltest du auch haben? Ich bin gerade dabei, also tatsächlich bin ich gerade schon dabei, das zu gründen. Aber ich bin da noch in den Startlöchern. Ich bin aktuell noch in der Sampling-Phase. Das kann man ja auch so machen. Dazu muss man ja kein Millionär sein. So. Das kann man auch so machen. Aber sie bleibt für mich auf jeden Fall eine heiße Kandidatin. Ja, safe. Also eine wirklich heiße Kandidatin. Wo ist denn eigentlich unser Diamantentyp? Wo ist der jetzt hin? Währenddessen am Business macht oder was? Aber das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man, so weißt du? Millionäre haben doch keine Zeit, weißt du? Gerade ihr da, Geschäft, so. Da ist er doch. Hey, Millionär. Kurz mal Millionen gemacht. Kurz mal Millionen-Deal oder was? Why? Sag mal, was hast du für Geschäfte da draußen gemacht? Hast du Geschäfte gemacht, ne? Nee, mein Hemd. Wurde ein neues Hemd gebracht. Dein Schneider. Also als Millionär kannst du dir einen Schneider leisten, der hierher kommt und dir das Hemd bringt, ne? Zeig mal. Also sein Schneider kommt persönlich her und gibt ihm ein Hemd. Das ist schon ein Millionärs-Lifestyle. Das ist schon ein... Guck mal, es kann sein, dass es wirklich so ist, aber es kann auch gespielt sein. Guck mal, aus welcher Marke? Bruder, ich hab keine Ahnung, aber das sieht schon teuer aus, Bro. Das sieht schon teuer aus, Digga. Nein, Bruder, chill. Du musst hier gucken, guck mal, der weiß, richtiger Libanese. Baumwolle, 100%. Made in Germany, Digga. Obwohl, das hat auch nichts zu heißen, ja. Alles gut, Digga, wir gucken sein Hemd hier an. Chillt mal, Jungs. Ah, dieser einzige Punkt mit dem Reinheitsgrad, so. Hätte er das jetzt gewusst, dann hätte ich gesagt, okay, der ist, aber sowas weiß ich so. So, ich meine, das ist sein Geschäft, Bruder. Normalerweise müsste er sich genau mit sowas befassen. Da gibt's nichts zu befassen, das ist so grobes Wissen. Du musst ja jetzt nicht tief in der Materie drinstecken, wenn er nur vermittelt, aber du weißt es so grob. Ich würde gerne nochmal den Rapper hören und dann würde ich sagen, lass mal einen rausschmeißen. Ja. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir erstmal den Fußballer langsam raus. was ist das für eine Uhr? Date Just Up. 40. Was hast du für die gezahlt? Die war 12,5 Werte. 2016, glaube ich, ich habe 10 Euro bezahlt. Kann ich die mal sehen? 10 Euro? 10 Euro. Kennst du nicht aus? Also ist die echt? Ja, ich würd sagen, die ist echt. Doch, die ist echt. Die ist echt. Ich mach kurz Instagram-Story. Ey, was geht ab? Ich hab neue Uhr bekommen. Gekauft, sorry. Cheers, Millionär. Rolex, ja, ja. Auf jeden Fall, ab jetzt red nicht mehr mit mir, ja? Salam alaikum, ich hab eine Rolex. Er ist vielleicht schon gut, so, er hat vielleicht damit sein Geschäft gemacht und so dies, das, aber er ist nicht auf die Million gekommen. Ah, ich finde den aber spannend, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt sowieso erstmal einen rauswählen. Und deswegen würde ich sagen, also ich bin dafür, dass wir den Fußballer rauswählen. Sind wir uns alle einig, oder was? Ich denke schon, ja. Aber hast du klasse gemacht, aber du bist nicht der Millionär. Okay, hast du echt gut gemacht, sag noch nicht ja oder nein, aber du musst einmal bitte raus. Du hast eine Immobilie in Köln, ja? Wie viele Familien? Es sind 5 Wohnungen. Insgesamt es sind 5 Etagen und jeweils 2 Wohnungen. Eine Wohnung sind 75 bis 85 Quadratmeter, das ist alles 3 Zimmerwohnungen, oben noch Dachterrasse drauf. Was ist der Mietpreis? 12 Quadratmeter, also 12 Euro pro Quadratmeter. Ja, was zahlt jetzt so eine Familie? Ich habe insgesamt einen Namen von 15.000 monatlich. Wenn du sagst 75 bis 85 Quadratmeter, 10 Wohnungen, 12 Euro pro Quadratmeter, und dann kommst du auf 15.000? 5.000 gehen ans Finanzamt steuerlich. Monatlich oder wie? Monatlich. Und der ist raus. Du gibst doch nicht monatlich was ans Finanzamt. Ich habe einen Steuerberater, ich bin da überfragt. Ich glaube nicht, dass er Millionär ist, aber er erzählt auf jeden Fall, also er weiß, wovon er redet. Von dem Haus, von der Fläche, vom Steuerberater, vom Finanzamt. Du zahlst nicht monatlich ans Finanzamt. Der ist raus, Bro. Wann zahlt man monatlich ans Finanzamt? Jalla, raus. Willkommen zurück hier bei der... Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Es geht weiter, wir haben die 3 Millionäre. Nein, einer von den 3 sind Millionäre. Ist. Jetzt einmal auf Arabisch. Nein, Sayyidati, Marhaba bikum. Wir beide haben uns nämlich was ganz, ganz Krasses überlegt. Wie wir dich jetzt basten. Wir stellen dir jetzt Fragen und du wirst sie richtig schnell beantworten, okay? Bist du bereit? Komm mal ganz kurz her. Was holst du dir nochmal für ein Auto? 10A45S. Welche Farbe? Grau. Wie heißen deine Mitarbeiter? Leon, Moritz. 2 Mohammed und Marius. Aber jetzt kommt der Kopfschutz. Sind das echte Diamanten? Vermuten ja, aber ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen. Ne? Raus. Wer ist raus? Sind nicht echt. Ja, mal raus. Sind nicht echt. Was ist hiermit? Also wie gesagt, es glänzt. Also glänzt ist gleich Diamanten. Gib mir deine Antwort, denk.
Gib mir deine Hand. Du bist raus, Bruder. Guck, ich sag dir ehrlich, ne, du bist ein krasser Motherfucker, auch ehrlich? Mit dem Hemd und so, dein Auftritt, auch wie du redest, wie du dich artikulierst. Du redest wie ein Millionär, du bist aber kein Millionär. Jihad, was sagst du? Was trinkst du gerne? Cola oder Fanta? Ich trinke eigentlich grundsätzlich nichts Süßes, Wasser. Raus, Salam Ali. Raus. Sagst du auch raus, du? Das war Psychologie. Okay, ich sag auch raus. Aber du bist krass. Wenn du das nicht warst, dann stark. Der ist es nicht, der ist niemals. Finale, oh. Finale, oh. Mein bester Freund. Oh. Weißt du, was das Ding ist? Der Linke, der lacht uns einfach raus. Der denkt sich innerlich bestimmt, ich verarsche euch gerade und ihr habt keine Ahnung. Er ist so sicher da. Er ist so voll sie sicher. Sie hat so ein bisschen unsicher gewirkt. So. Als hätte sie jetzt Angst, dass sie rausfliegt. Warte mal, bist du immer noch Millionär oder hast du die Million nur geknackt und jetzt hast du so ein bisschen Vermögen? So? Oder bist du immer noch Millionär? Immer noch. Hast du mehrere Millionen? Also mein Gesamtvermögen in Immos, also nach Markt... Wert ist bei ca. 2,6, 2,7 und davon sind noch Darlehen offen von 480, 500 oder so. Cousin, dieses Immos, ne, Bruder, das macht den automatisch zum Millionär. Ich muss erst überlegen, was meint er mit Immos? Was ist das? Ficke, das sind Immobilien. Wie viele Immobilien hast du? Insgesamt 23 Einheiten. 23 Einheiten? Was war die höchste Summe, die du ans Finanzamt überwiesen hast? Das war vor ziemlich genau einem halben Jahr. Hatten wir ein bisschen Beef, ich und das liebe Finanzamt. Die haben mir eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung geschätzt und haben meine Konten gesperrt, bis ich 120.000. Ist das so 100%? Genau das. Wallah, also für mich ist das Kontofendung, ne? Beef, Nachzahlung, Eddies. Vorauszahlung, Bruder, glaub mir. Guck mal, nein, ganz cool. Alles. Ich muss einmal sagen, Eddies und AJ glauben daran, dass es die Dame ist. Wallah, das ist für mich safe. Und Bruder, wir wollen heute nicht verlieren. Bruder, ich verliere nicht, vertrau mir doch. Gut, ich beruhige mich. Ich beruhige mich. Hattet ihr schon mal Probleme mit dem Finanzamt? Nee, aber trotzdem kenne ich mich mit Steuern und Finanzamt aus. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin halt trotzdem nur stiller Teilhaber. Also ich führe diese Firma nicht. Guck mal, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber stell dir vor, deinen Eltern passiert was. Und die Firma gehört jetzt im Prinzip dir. Ich möchte diese Firma nicht übernehmen. Das wird alles mein Bruder machen und das ist auch alles schon auf Papier niedergeschrieben. Guck mal, die haben eine Firma, die haben auch ihre Anteile, dies, das, okay, aber nicht Millionenbasis. Du hast gerade gesagt, du kennst dich mit Steuern aus, ne? Hat das gestimmt, was der andere Kollege gesagt hat mit den Mieteinnahmen? Darf ich das sowas sagen? Ja? Ich würde überhaupt nein. Die hat Ahnung, aber ich weiß nicht, ob sie Millionärin ist. Das okay, Bro, wir müssen zum Ende kommen. Ah, jetzt ist schwierig, also es könnte auch sein. Kann ich kurz aufstehen? Ich möchte ihn in die Augen schauen. Komm mit. Ha? Komm mit nach vorne, Junge. Wallah! Bismillah. Ah, ich rieche. Wow. Komm her, schau dem in die Augen. Zu denen. Ja, sei ehrlich, bist du Millionär oder nicht? Ja. 100%? Ja. 100%. Du lachst. Bist du Millionär? Ja. Zu 100%? Ja. Bist du Millionärin? Bruder, die ist richtig ernst, sie ist wie Türsteher, wallah. Ich schwör auf alles, Bruder, ich sag, das ist die Frau. Sie lügt. Er ist sich so sicher. Der ist Millionär, ich schwöre, der ist Millionär. Sie hat so ein bisschen Angst, dass sie jetzt rausfliegt. Jetzt kommt die finale Frage, was war eure Intention, hier jetzt mitzumachen? Eigentlich Reichweite, damit ich mehr Menschen mit der Musik erreiche. Wallah, stark. Alter. Ehrlich, direkt. Wallah, du gefällst mir. Also ich habe mir dadurch erhofft, dass vielleicht der eine oder andere auf mein Modelabel aufmerksam wird. Stark. Beides schlau. Der hat 24 Einheiten. Wie, 24? 24 Einheiten? Ich habe 23. 23 Einheiten, Bruder. Machst das alles du? Also läuft alles über dich, über deinen Namen und alles so. Du hast keinen... Bei zwei Häusern habe ich noch Teilhabe mit drin, aber mir alleine... Das sagt nur ein Millionär, Bruder. Bruder. Wer kommt denn auf die Idee, wenn du lügen würdest? Ja, ich habe zwei noch, diesen... Da, Bruder, ja, da ja, kommst du gar nicht zu 100%. Drauf. Da kommst 100%, du nicht mal drauf, da Bruder. Kommst du nicht drauf, Eddies. Nicht sie, er. Safe. Bruder, tut mir leid, wenn ich das sage, aber Frauen können krass lügen, Bruder. Ja, weißt du, Das ist so, Bruder! Sorry. Muss ich dir gleich passen? Natürlich, ey, an der Stelle, okay. Ich respektiere jede Frau, ne? Jede Frau. Ich liebe Mann. Frauen. Ali ist mein Mann. Ich bin auch für den. Bruder, Jihad, was sagst du? Der auf jeden Fall. Okay. Ali, was sagst du? Ali ist schon klar, auch. Was sagst du? Ich gehe mit meinem ersten Ding, sie. Ich sag sie. Okay, was sagst du? Ich sag auch sie.
Ich sag ja. Also Bruder, drei. Ich wollte mich gerade verarschen. Wir sind mehr, wir sind mehr. Bruder, ich will hier nicht verlieren, Eddie. Bruder, du verlierst doch nicht. Der wird doch jetzt bekommen. Okay, ey, wir haben uns entschieden. Jetzt müssen alle erstmal reinkommen. Okay, Jungs, wir machen jetzt so ein Special-Ding. Ihr dreht euch um. Wenn Jamal euch das Zeichen gibt, dann wisst ihr Bescheid. Dreht ihr euch wieder um. Bei der Auflösung jetzt, oder wie? Ganz genau, bei der Auflösung. Das heißt, einmal umdrehen? Ganz genau, einmal umdrehen. Okay. Und wenn Jamal euch das Zeichen gibt, dann let's go. Boah, spannend. Setzt euch hin. Umdrehen. Ja, hallo, Digga! Ja! Was hab ich gesagt? Ja! Was hab ich gesagt? Ja! Was hab ich gesagt? Ja! Ey, Ali! Was sag ich dem, Bruder? Heftig. Geil gemacht, Bruder. Du hast mich einfach gefickt, Bro. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, ungeschlagen, ne? Ich bin ungeschlagen. Was war bei ihr Lüge? Ich will wissen, wo sie gelogen hat. Im Grunde genommen stimmt alles, abgesehen von der Million. Und dass meine Eltern tatsächlich vor 2 Jahren die Firma aufgegeben haben. Ich will wissen, was er macht. Was machst du? Also ich stimme wirklich mit der Finanzdienstleistung, das mache ich. Deshalb auch ein bisschen peinlich mit meinen Mitarbeitern. Ich habe euch lieb. Also du hast wirklich Mitarbeiter? Ja, das stimmt schon. Ist halt ein Strukturvertrieb. Aber das mit den Diamanten stimmt auch. Nur nicht, dass ich es mache. Erklär mir das mit dem Hemd. Das war dummer Zufall. Du hast geschwitzt. Du wolltest ein neues Hemd. Nee, ist wirklich neues gekommen jetzt. Das hat aber jetzt nichts hiermit zu tun gehabt. Das hat einfach passend reingepasst. Was macht Miraj? Oder alles stimmt bis auf die Million. Ich habe eigentlich letztes Jahr unterschrieben, aber wegen Corona kam das nicht zustande. Aber ich bin euch ehrlich, in der Türkei wird sehr viel Schwarzgeld auf Hand gegeben. Ich habe Kollegen, die haben hier Oberliga gespielt. Die bekommen 100.000, 150.000 auf Hand und so vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro monatlich. So, bei dir? Also das Haus gibt's wirklich, aber der Rest war frei erfunden. Ja, weil Finanzamt war dann kritisch. Also Finanzamt war kritisch, ne? Da war ich dann auch überfragt, weil ich bin ja wirklich kein Steuerberater. Aber ihr habt's krass gemacht alle, ne? Muss man an der Stelle... Alright. Habt ihr irgendwas zum Push oder so? Ich habe gesehen, du bist Rapper. Also wenn ihr jetzt irgendwas pushen wollt oder so, könnt ihr das jetzt alle erwähnen. So ein zweiter Account auf Instagram, da fange ich gerade an, ein bisschen Sachen hochzuladen, so Richtung Producing und so. Könnt ihr gerne folgen. Psy, also PSY_535. Ich würde natürlich gerne ein bisschen mein Instagram und mein Twitch pushen und natürlich auch meine Marke, die JJO heißt. Da hast du aber keine 80.000 reingesteckt, ne? Ach. Nicht so viel, aber die Marke existiert wirklich und sie ist auch wirklich gerade in der Gründung. Auf Instagram Miraj_AKG. Ich mache auch ein bisschen Werbung für Klamotten. Schöne Grüße an Bruder Kilmer Sweets und Fußball natürlich. Nebenberuflich mache ich auch so ein bisschen Traden, investieren in Kryptos, weil das wird auf jeden Fall die Zukunft. Also wie ihr gemerkt habt, bei mir war alles wahr, bis auf das Stottern. Spaß. Was ich pushen würde, ja mein Instagram, Artyom_Cecik. Ich will halt in der Musik, also mit der Musik ein Statement setzen für alle Menschen, die irgendeine Schwäche haben, für alle Menschen, die sich irgendwie benachteiligt fühlen und das Leben so wahrnehmen, ob es gegen sie ist, weil wenn man einfach nur die richtige Perspektive einnimmt, ist das Leben immer für dich, egal was für Schwächen oder Eigenschaften du hast. Und ich werde so lange mit der Musik durchziehen, bis ich damit ein Statement gesetzt habe. Deshalb auch danke hier an euch, dass ich hier... Geiler Typ. Danke
für die Chance hier, für die Reichweite. Deshalb sage ich auch, ich bin ganz ehrlich, ich mache es zu Sachen wegen der Reichweite für einen guten Zweck und auch ein bisschen, um meinen Konflikt in mir zu kompensieren, weil ich halt immer so Probleme hatte mit Anerkennung, weil ich halt immer aufgefallen bin, aber halt nicht so, wie ich es gerne würde. Deswegen will ich das jetzt ändern und das ist ein weiterer Schritt. Also, Dankeschön. Danke dir. Ja, also auch an der Stelle erstmal danke hier an das ganze Team. War sehr amüsant. Was ich hiermit erreichen wollte, beziehungsweise auch so ein bisschen Statement setzen wollte, dass Diamanten schöne Steine sind, jedoch man wirklich achten sollte, woher diese Diamanten kommen, weil dafür Menschenleben wirklich kaputt gegangen sind. Und ja, mein persönlicher Instagram-Account emanuel.cau, wenn es um Finanzen, die persönliche Absicherung und auch vielleicht dann langfristig die Immobilien gehen soll. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Ihr müsst mir jetzt einen Gefallen tun. Denkt dran, check die alle noch ab. Ganz, ganz wichtig. TikTok, nicht TikToker, Entertainer, Twitch-Stars, YouTube-Stars, Twitch-Stars. Check die alle ab, alles von denen in der Beschreibung. Check bald die neue Kollektion von Sidechains ab. Das ist die gestörteste Kollektion überhaupt. Die sitzen da seit 6 Monaten drin. Also es ist wirklich komplett geistkrank. Check das auf jeden Fall ab und check Sidechains auf Instagram ab. Folgt mir noch auf Instagram. Wenn ihr mehr von so einem Stuff sehen wollt, schreibt meinem Cousin, wenn ihr auch mal bei sowas dabei sein wollt. Ne, bitte nicht mir schreiben, sondern meinem Cousin. Auch hier eingeblendet. Danke, Jamal, Junge! Wirklich, Leute! Er macht alles möglich! Wie gesagt, wenn ihr mehr von so einem Stuff sehen wollt, gebt mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.